Mili ist ein Pokémon mit den Typen Gestein und Pflanze, existiert seit der dritten Spielgeneration und stellt die Weiterentwicklung von Lilip dar. Mili gehört zu den Fossil-Pokémon und seine Vorstufe kann aus einem Wurzelfossil wiederbelebt werden und bildet das Gegenstück zu Amaldo. Mili ist ein Seelilien-ähnliches Pokémon, welches hauptsächlich grün, rosa und gelb erscheint. Sein Körper ist hierbei grüner Farbe und ist durch einen rundlichen Unterkörper mit vier kleinen Füßen, einem langen Hals und einem großen Kopf definiert, welcher eine dunkle Öffnung besitzt, in der sich zwei leuchtend gelbe Augen befinden. Auf der Körperunterseite sowie auf dem Kopf sind ein gelbes Kreismuster zu erkennen und um den Hals verlaufen drei aneinanderliegende gelbe Ringe. Die acht blütenähnliche Tentakel sind rosa mit dunkelrosanen Enden. In der Shiny-Form ist der Körper pink, die Tentakel sind gelb mit orangenen Enden. Mili kann sich mit seinem schweren Körper durch die Attacke Verwurzler am Boden verankern und aus diesem Nährstoffe aufnehmen. Seinen Feinden rückt es mit Spezialattacken des Typs Pflanze wie zum Beispiel Energieball und Gigasauger oder Gesteinsattacken wie Antikraft zu Leibe. Des Weiteren ist es ein sehr standfestes Pokémon, was sich unter anderem durch seine Fähigkeiten auszeichnet. Die Fähigkeit Saugnapf sorgt dafür, dass Lilip und auch seine Weiterentwicklung Mili nicht durch Attacken oder Items ausgetauscht werden können. Und die versteckte Fähigkeit Sturmsog zieht Attacken des Typs Wasser an und steigert mit diesen den Spezialangriff von Mili. Außerdem fügen Wasserattacken dem Pokémon keinen Schaden zu. Mili bevölkerte vor 100 Millionen Jahren den Meeresgrund, wo es seinen schweren Körper als Anker nutzte, um nicht in die stürmische See geschwemmt zu werden. Dank der fortgeschrittenen Wissenschaft konnte seine Vorentwicklung Lilip aus einem Wurzelfossil, welches Fragmente dieses Pokémon enthält, wiederhergestellt werden und durch dessen Entwicklung ist nun auch Mili wieder vertreten. In warmen Untiefen baut es sein Nest und sucht Nahrung am Meeresboden oder am Strand, sobald Ebbe eintritt. Hierbei ist Mili ein Fleischfresser. Seine Beute fängt es, indem es seinen baumstammartigen Nacken ausfährt und sie mit seinen Tentakeln, welche eine starke Verdauungsmäßigkeit absondern, ergreift. Dabei ist Mili der zweite Teil der 2-Stufen Entwicklungsreihe und entwickelt sich auf Level 40 aus Lilip. Die rosenen blütenähnlichen Tentakel, die vier kleinen Füße sowie die gelben Augen und das ebenso gelbe Kreismuster stellen die Hauptcharakteristika von Mili dar und werden bereits vor der Entwicklung oder sind bereits vor der Entwicklung vorhanden. Durch die Entwicklung erhöht sich das Gewicht von Lilip um nahezu das Doppelte. Die lila Körperfarbe wird grün, der Hals verlängert sich enorm. Vor der Entwicklung befand sich der Kopf unter den Tentakeln und nur die Augen waren vorne zu sehen, während er sich nach der Entwicklung in Form eines großen grünen Kopfes vor den Tentakeln befindet. Und mit der Typenkombination nimmt es halben Schaden gegen Normal- und Elektroattacken, doppelten Schaden gegen Kampf-, Käfer-, Stahl- und Eisattacken. Der Rest macht normalen Schaden, mit der Ausnahme, falls das Pokémon die Fähigkeit Sturmsog hat, dann wird es immun gegen Wasserattacken.